Also ich habe mir ein Loch in den Bauch gefreut, als Sizzix mit der Sidekick-Maschine auf den Markt ja quasi zurückkam. Also die Sidekick-Maschine ist keine neue Erfindung, die gibt es eigentlich schon etwas länger, aber das ist jetzt ein komplett neues Design, wobei vielleicht auch nur die Farbe anders ist. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich mag nämlich solche kleinen Stanzmaschinen. Ihr habt vielleicht schon mal in einem Video, ganz selten hole ich die raus, weil ich immer nicht wirklich damit mit weiteren Infos dienen kann, aber vielleicht habt ihr schon mal in einem Video von mir diesen Dinosaurier hier gesehen. Das ist eine uralte Stanzmaschine, so mini klein von Quickerts, und die Firma gibt es schon gar nicht mehr, und ich bin froh, dass die jetzt endlich abgelöst wird durch was Neues, und zwar durch die Sidekick-Maschine. Es ist nämlich so, dass ich persönlich zwar total gerne stanze und auch ganz viele Stanzformen habe, aber ich oft nicht stanze, weil ich dafür meine riesen Big Shot rauskramen muss, aus dem Regal auf den Tisch gewuchtet. Das ist, manchmal habe ich da einfach keine Lust zu, weil der Tisch dann ja auch voll ist mit ganz viel anderem Plunder. Und deswegen liebe ich diese kleinen Maschinen, weil auch die meisten meiner Stanzformen, die ich so habe, problemlos damit gestanzt werden können. Ne? Also wenn ich hier mal so durchgucke, klar, diese großen Herzen, die kriege ich da nicht durch. Aber jetzt habe ich hier mal die Stanzplatten. Wenn wir jetzt mal gucken, sowas ist halt überhaupt kein Problem. Die ganzen einzelnen, die ich hier gerade habe, die ganzen einzelnen Herzchen, auch überhaupt kein Problem. Ich denke mal, das würde auch passen. Ja, also es gibt total viel. Der Rest ist auch kleiner. Das hier passt. Okay, nicht ganz. Ich müsste sie noch auseinanderknipsen, würde man dann ja sowieso machen. Ja, also ihr seht schon, klar ist jetzt nicht repräsentativ meine Sammlung, die ich hier habe, aber ich kann nur von mir selbst jetzt erstmal sprechen. Für mich passt das total super. Klar, ich habe auch noch meine große Maschine, aber ich gestehe, am liebsten benutze ich doch die kleinen. Deshalb zeige ich euch die heute mal. Das Schöne an der ist, ich habe jetzt mal eine Glasplatte mitgenommen. Das Schöne dabei ist, dass sie also einen Gummifuß hat, und mit dem kann ich sie richtig auf dem Tisch befestigen. Ja, also hier meine Glasplatte kommt jetzt mit. Das heißt, jetzt steht die auch wirklich super stabil. Die Kurbel, es gab schon Rückfragen von Kunden, die gekauft haben, ob das normal ist, dass die etwas Spiel hat. Das ist normal. Das ist normal, und die Handhabung ist überhaupt nicht beeinträchtigt davon. In diesem Set, wenn ihr die bestellt, bekommt ihr also diese kleine Maschine. Ihr bekommt die Stanzplatten, die ihr braucht. Das läuft dann ja immer so. Eine Platte nach unten, dann die Stanzform mit der Schneideseite nach oben, dann das Papier und dann noch eine, und dann wird das Ganze hier durchgekurbelt. Außerdem in dem Set, das finde ich total super, dass man gleich noch ein bisschen mehr dabei hat. Ob man es jetzt unbedingt braucht oder nicht, ist ja immer so eine Sache. Aber wenn man jetzt neu anfängt, ist es auf jeden Fall super. Man bekommt ein Set Clear Stamps noch dazu. Man bekommt zwei kleine Embossing-Folder noch dazu. Hier sind die Motive. Man bekommt die Prägeplatte dazu, und man bekommt auch gleich ein paar Stanzformen dazu und eine kleine Anleitung, aber die die zeigt noch mal einmal alles übersichtlich. Okay, dann stanzen wir mal was. Zu einer kleinen Stanzmaschine passen natürlich kleine Papiere auch super. Ich habe jetzt hier einen 6x6 Block aus dem August Mini Kit, ist es glaube ich gewesen. Der lag hier noch auf meinem Tisch. Jetzt müssen wir natürlich sehen, dass wir hier das Papier auch auf die richtige Breite schneiden. Und die Breite sage ich euch auch direkt mal. Das habe ich, ich gestehe, auch bislang nicht ausgemessen. So, die Platte geht ja auch zum Messen. Mal schauen. Es sind ganz kleines bisschen über 2,5. Ganz kleines bisschen über 2,5 Zoll, also wir sagen mal 2,5. Und genauso schneide ich mir jetzt auch das Papier. So,
Und dann stanzen wir mal den Kreis. Das ist übrigens ein 2 Zoll Kreis. Und wir stanzen auch gleich noch ein Herz. Ja. Also, und untere Platte, die Stanzteile drauf, Papier drauf, obere Platte, das ist knackt, ist völlig in Ordnung, keine Angst. Die Stanzform hinterlassen dann auch in der Platte ihre Spuren. Man kann das einfach noch umdrehen, wenn sie wirklich sehr verschrammelt irgendwann ist. Oder man kann da natürlich auch die Platten tauschen. Also es sind ja insgesamt 4 Seiten da, die verschrammeln können. Und wenn sie wirklich nicht mehr gut sind und sich eben genau diese Struktur, die sich da aufbaut, irgendwann auf die Papiere überträgt, dann kann man die auch als Ersatzteil nachkaufen. So, und hier sind jetzt unsere beiden Stanzteile prima ausgestanzt. Wir probieren noch das mit dem Prägen eben aus. Dafür nehmen wir aber lieber Cardstock. So, zum Embossen braucht ihr also diese beiden Platten und so einen Folder. Wir nehmen mal den Happy Birthday und machen das jetzt eben auf die Schnelle in diesem Sandwich. Dann könnt ihr das auf diese Weise prägen. Es gibt jetzt in diesem Format nicht so viele Prägeformen, aber ich finde es niedlich, dass das noch mit dabei ist und man auch gleich schon diese Platte hat. Die meisten Prägeformen sind dann ja doch in dem großen Format, für die man dann die große Maschine braucht. Also das ist jetzt für mich persönlich nicht so wichtig, nett dabei zu haben. Auf jeden Fall liebe ich hier diese Möglichkeit mit diesem kleinen Gerät, das einfach immer irgendwo auf dem Tisch stehen kann, ohne dass ich auf meinem Haufen von Papier noch was oben drauf stapel. Ich kann einfach jederzeit ganz schnell mal eben eine Kleinigkeit ausstanzen. Ja, die Sizzix Sidekick. Ich habe unten in der Infobox das Paket für euch verlinkt und hoffe, sie gefällt euch genauso gut wie mir. Also, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.